ab heute und nächsten Sonntag oder in den nächsten Sonntagen kann es passieren, dass ich dann auch darauf eine Antwort gebe, weil ich bekomme so viele Nachrichten und so viele Kommentare, was mich sehr, sehr freut und nicht aufhören damit. Und es sind einfach zu viele geworden, dass ich die nicht mehr einzeln beantworten kann. Darum mache ich jetzt auch diese Videoserie, wo ich dann wirklich auf euch eingehe und mit euch gemeinsam da an unserem Bewusstsein arbeite. Also starten wir mit der ersten Frage, und zwar von spiritueller Anarchist, cooler Typ übrigens. Und zwar, du hast gefragt: Hallo Marco, ich finde deine Preise für Seminare und Videokurse im Vergleich zu anderen Anbietern okay. Ja, sprich, in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man die Qualität bedenkt. Aber was könnte zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger oder ein Niedriglöhner tun, um Astralreisen zu lernen? Könntest du da mal ein Video darüber machen? Vielen Dank. Es gibt natürlich viele Wege, wenn man wenig Geld hat, wie man Astralreisen lernen kann. Ja. Ich hatte den Vorteil, dass ich einfach mich an Weg 1 gehalten habe. Weg 1 heißt, ich habe gearbeitet, ich habe mir Jobs gesucht, Nebenjobs gesucht, habe so viele Jobs gehabt, dass ich einfach genug Geld hatte und mir dann diese Bücher oder Kurse leisten konnte. Das war der erste Punkt. Also du kannst was tun, um Geld zu verdienen. Ja? Oder du könntest dieses Video sehen. Ja? Das zeigt dir, was ich tatsächlich getan habe, um Geld zu verdienen, damit ich mir das kaufen kann, was ich mir kaufen möchte, damit ich damit mein Bewusstsein erweitern kann. Also, erster Punkt ist, du kannst eben arbeiten gehen, Job suchen. Und auch die sagen, ich kann mir keinen Job suchen, das gibt es nicht. Jeder, egal in welcher Lage du bist, kann seinen Job finden, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt, was einem Spaß macht, Freude macht und eben dann auch was tut dafür. Nicht einfach nur zu Hause eine Bewerbung machen, sondern als ich meinen Job damals, wie ich noch jung war, losgeworden bin, also die Firma ist in Konkurs gegangen, habe ich mich hingesetzt und ich habe in einem Tag das ganze Telefonbuch von A bis Z durchgerufen und einer hat gesagt, kommen Sie zum Vorstellungsgespräch. Und da hatte ich schon binnen sehr kurzer Zeit einen Termin und hatte wieder einen Job. Also, und mir war es damals egal, was ich gearbeitet habe. Ich habe ja als Maurer dann gearbeitet und ob ich dann eine Putzfrau gewesen wäre, war mir auch egal. Ich hätte jeden Job gemacht, weil ich bin so erzogen worden, ohne Fleiß kein Preis. Und wir sind hierher gekommen, um zu arbeiten. Ja? Nicht nur um zu arbeiten, aber man muss was tun, wenn man hier gewisse Sachen aufbauen möchte. Ja, also ich ermutige dich, einen Job zu suchen. Und die Niedriglöhner sind, ja, da kann ich nur sagen, das ist blöd. Ne? Ich verstehe das, ja. Ich weiß, wenn jemand schlecht verdient, dann muss man sich wirklich hinsetzen und fragen, bin ich so schwach, dass ich so wenig verdiene? Bin ich so dumm, dass ich so wenig verdiene? Tue ich so wenig, dass ich so wenig verdiene? Dann kommt man sehr schnell auf die andere Frage und sagt, nein, bin ich nicht. Ich tue doch viel mehr. Oder ich könnte viel mehr tun. Und dann könnte man sagen, ab morgen werde ich doppelt so viel Gas geben. Ich werde ab morgen viel mehr arbeiten, viel mehr Gas geben. Ich werde meinem Chef beweisen, ich habe viel mehr drauf, als er glaubte. Und ich mache das Ziel mal einen Monat durch und dann gehe ich mal zu meinem Chef und dann zeige ich mal, hey, siehst du, ich habe mich verbessert, ich habe doppelte Leistung. Ich sehe mich hier nicht mehr als Angestellter, sondern als Mitunternehmer. Ich denke jetzt nicht nur für mich wie vorher, ich denke jetzt für die Firma und ich möchte jetzt dementsprechend auch mehr bezahlt bekommen. Ja? Und ich garantiere dir, 8 von 10 Firmen wirst du dann eine Gehaltserhöhung bekommen. Okay, ich mache jetzt mal Stopp. Ja, Marco Hümer hat jetzt ihr kennt ja den vielleicht, Marco Hümer ist Bewusstseinscoach, macht viel mit Astralreisen, für die, wo sie noch nicht kennen. Er hat jetzt in seinem neuen Video Fragen und Antworten, Runde 9, können Sie mal gucken, hat er auf mich ziemlich lang, kann man sagen, auf die Frage von mir ziemlich lang geantwortet, muss man sagen. Also Hut ab. Also fast die Hälfte von dem Video ging es um mich. Ja, also ich bin der spirituelle Anarchist. Aber den Tipp, den er mir da gegeben hat, weil ich natürlich nicht annehmen. Das ist natürlich klar, jeder, der mich kennt. Es ging darum, ich habe Marco Hümer gefragt, ob welche Möglichkeiten es gibt für
Hartz-IV-Empfänger oder Niedriglöhner Strahlreisen zu lernen oder halt ihr Bewusstsein zu erweitern. Und dann kam quasi diese Antwort, also bei mir hat der YouTuber Methode, ist auch ein YouTuber von mir, den kenne ich ganz gut, hat angerufen, hat bei mir zu mir gesagt, hey, der Marco Hümer hat bei dir, hat dich geantwortet an seinem neuen Video, guck unbedingt das neue Video und da geht es um dich und so. Alles klar, haben wir natürlich angeschaut, aber was dann kam, hat mich natürlich vom Hocker gerissen. werde ich den Tipp von Marco annehmen? Wird das der Spiritualist Anarchist machen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Also, ich will mal so Schritt für Schritt darauf eingehen. So, ich muss ja noch dazu sagen, dass es soll jetzt kein Hassvideo oder so gegen Marco sein, überhaupt nicht. Marco Hümer ist für mich immer noch ein großer Lehrer. Und aber wie gesagt, ich sehe ihn auch immer noch als Freund, aber jeder Mensch hat ja Fehler und es gibt einfach Sachen, da verlange ich einfach Aufklärung. Und da geht es jetzt genau um diese Antwort, was er da gesagt hat. Ja. Also, und da ich ja weiß, dass jetzt der Marco bestimmt dieses Video anschauen wird, sprechen jetzt gleich mal drauf an. Also, Marco, erstens mal, der erste Irrtum ist schon mal, dass ich mit der Frage wollte eigentlich nicht auf dich hinaufjammern oder von dir irgendwelche günstige Frequenzen abluchsen oder sowas oder die da zum niedrigen Preis überreden. Um das ging es gar nicht. Also ich habe eigentlich nur die Frage gestellt, ja, was denn Hartz-IV-Empfänger oder Niedriglöhner machen können, um ihr Bewusstsein zu erweitern, um Strahlreisen zu lernen. Einfach mal, um zu testen, ob du eine soziale Ader hast. Aber jetzt bei der Antwort muss ich leider sagen, feststellen, du hast sie wohl leider nicht. Ja, das muss ich jetzt auch ganz, ganz knallhart so sagen. Ja. Lieber Marco, du hast selber in einem Video gesagt, also wo du dich selber quasi erklärt hast, nach der Kritik von Astral Real Talk, hast du ja selber die von dir erzählt, dass du deine Softwarefirma gegründet hast, um aus dem Hamsterrad rauszukommen. Aber jetzt gehst du her und gibst mir so einen Ratschlag, du willst uns quasi wieder dieses Hamsterrad der Ausbeutung des Kapitalismus also wieder schmackhaft machen. Hallo, das widerspricht sich. Also einerseits sagst du, man soll nach seiner nach seiner Bestimmung leben, aber dann auf der anderen Seite sollen wir wieder ins Hamsterrad gehen der unfreien Arbeitswelt, der unfreien kapitalistischen Firmenarbeitswelt. Ja, also wie kommt das zusammen, Marco? Kannst du mir das mal bitte erklären? Ja, der Marco sagt hier zum Beispiel auch arm, selber Schuld quasi. Also das kommt ja dann noch weiter. Ich wollte jetzt einfach mal bis mal Pause machen. Ihr könnt ja das Video mal selber anschauen und euch selber eine Meinung bilden. Er sagt also arm gleich selber Schuld. Ja. Das sind, finde ich, damit sieht man sich der Verantwortung, andere Menschen zu helfen. Wenn ich sage zu jemandem selber Schuld, dann will ich nicht helfen. Punkt, ja. Also ich kann ja immer Eigenverschulden zum Beispiel sagen. Der ist ja immer selber Schuld. Natürlich, man ist ja immer irgendwie selber Schuld, ja. Angenommen, ich fahre jetzt besoffen Auto und liege im Straßenkram, bin ich auch selber Schuld. Aber wenn ich schwer verletzt bin, soll ich dann im Dreck verrecken, ja. Das kann es irgendwo nicht sein, also. Ich helfe auch Leuten, wenn sie selber schuld sind, ja. Aber dass wirklich jeder selber schuld ist, das möchte ich mal bezweifeln. Ja, also das ging es eigentlich, Marco. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob du eine soziale Ader hast. Also ich wollte eigentlich, die Antwort, was ich mir gewünscht hätte, wäre folgende. Dass du sagst, okay, spiritueller Anarchist, wenn jetzt zum Beispiel jemand weniger Geld hat, ich mache ein Angebot, dass ich zum Beispiel an Weihnachten so eine Rabattaktion mache oder ich empfehle dir, schau dir die kostenlose, zieh dir die kostenlose Frequenzen rein, was es auch bei YouTube gibt, oder versuch irgendwie zu Büchern zu kommen oder meditiere, weil das kostet ja gar nichts. Du hast ja auch noch vom Weg 2 gesprochen, also das erste Weg war ja Arbeit, dann wolltest du noch den zweiten Weg ansprechen. Was war das eigentlich, der zweite Weg? Was gibt es noch für den zweiten Weg? Hat mich jetzt aber echt interessiert, weil den ersten Weg werde ich nicht gehen. Ja, weil ich habe das alles schon durch, ich bin schon gemobbt worden, ich habe schon schwerste Arbeiten gemacht, ja. Ich habe mir meine Psyche kaputt gemacht, meinen Rücken kaputt gemacht, meinen Körper kaputt gemacht. Ich habe alles gegeben, da braucht man keiner was erzählen, ja.
und es kam kein Dank. Und wenn man alles gibt, wenn man die doppelte Leistung bringt, dann passiert nämlich Folgendes, dass die Arbeitgeber die Latte doch immer höher setzen. Ja, die sind doch nie zufrieden. Also ich weiß nicht, Marco, in welcher Welt du lebst. Vielleicht war das früher anders zu deiner Zeit. Das mag ja alles sein, aber heutzutage ist das aber nicht der Fall. Ja. Also, wie gesagt, Marco, in dir sehe ich so zwei Seelen. Du bist einmal so spirituell, ja. Hast viele so Sachen, wo also wirklich gut sind, also wo das Bewusstsein erweitern und so, erzählst von den Strahlreisen, super, aber dann gibt es auch noch sehr materialistische Seite, wo ich an dir sehe. Also das ist, da finde ich so ein bisschen eine Dualität in dir. Ja, okay, das wurde ja dann noch kommentiert bei auf dem Kanal, ihr könnt ja dann auf den Kanal hingucken, ich habe ja dann kommentiert als spiritueller Anarchist, und habe dann sehr starke Rückendeckung bekommen. Also auch, gerade von den Anhängern von Marco haben mir da der Rücken gestärkt und haben gesagt, jawohl, also das geht ja gar nicht, wie der Marco da abgeht, also in dem Video. Ich habe dann Folgendes geschrieben. Danke Marco für die Antwort an mich. Allerdings muss ich deinen Tippvorschlag in diesem Video ganz klar ablehnen. Nein, mache ich nicht, sorry. Arbeit ist dein Weg, aber du kannst nicht deinen Weg auf andere übertragen. Die unfreie Arbeitswelt ist nun mal nicht mein Weg. Punkt. Der Grund ist, dass ich das alles schon durch habe. Ich kann die Mobberei, Ausbeutung und den Konkurrenzkampf nicht mehr ab. Auch kann ich mich nicht unterordnen. Dazu habe ich ja einige Videos gemacht, also auf meinem Kanal Spiritueller Anarchist. Nee, ich werde mir einfach deine Videos ansehen und mit den vorhandenen Frequenzen, die es kostenlos gibt, üben. Und das empfehle ich auch den Niedriglöhnern. Aber die Cosmic, also die Cosmic Out of Body, konnte ich mir ja trotzdem leisten. Und ich kann auch Bücher lesen. Und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es immer noch die Zufriedenheit mit dem, was man hat. Man braucht ja nicht unbedingt Astralreisen, um sein Bewusstsein zu erweitern. Habe ich dann an Marco geschrieben. Ja. Könnt ihr alles nachlesen auf dem Kanal. Der Marco hat ja dann noch geantwortet gehabt und hat da geschrieben, ja, das Wort Arbeit ist negativ behaftet. Ich meine Arbeit mit anderen helfen und die Berufung zu leben, denn dann ist man raus aus dem Hamsterrad. Also der Marco hat dann ja auch noch zurückgerudert, das möchte ich auch noch ganz normal sagen. Also der Marco ist ein netter Kerl, ja, also im Prinzip. Aber trotzdem, wie diese Aussagen, was er da im Video gemacht hat, weil anderen da quasi so als faul nachstellen, ja, und selber schuld. Also da finde ich schon, müsste mal ein bisschen, verlange ich von Marco auf jeden Fall Aufklärung. Das soll er auf jeden Fall nochmal in einem Video erklären. Ja, und Marco, dann kam ja wieder der Spruch von dir, ohne Fleiß kein Preis, ja. Ich habe dir das ja schon beim ersten Antwortvideo schon mal gesagt, dass diese Weisheit, also veraltet oder auch gar nicht stimmt. Lieber Marco, ich sage es jetzt nochmal in dem Video, kauft dort vielleicht mal das Buch oder guckt, dass das Buch mal irgendwann mal liest. Das heißt, das Lexikon der populären Irrtümer. Dann guckst du mal bitte, was da auf Seite 2, Moment mal, wo haben wir es denn noch? Oh, hier weg. Ja, ich habe doch ein Eselohren gemacht. Ja, Seite 263, Reichtum, reich wird man durch harte Arbeit. Ja, vielleicht sieht man es. Wird als ja, populärer Irrtum betrachtet. Ja. Und der Buchautor heißt Walter Krämer. Der ist meines Erachtens sogar jemand, der den ich so als Neoliberaler einschätzt. Also sogar auf der eher der anderen Seite steht. Ja. Er ist zum Beispiel auf der Seite von den Vermietern. Also nicht auf der Seite von den Mietern, sondern der Vermieter. Und wenn sogar er das sagt, ja, dann muss dann schon was dran sein. Und da gibt es auch dann auch Quellen, da geht es um die Fortune 500er Liste. Da haben also die, da kann ich mal vorstellen, lese etwa die Hälfte aller großen Vermögen in der Fortune 500er Liste der reichsten Amerikaner ist vererbt. Ja. Die andere Hälfte gehört vor allem Neureichen, wie dem derzeit reichsten Amerikaner Bill Gates, gegründet, der Gründer der Softwarefirma Microsoft, die ihren Reichtum allen möglichen glücklichen Zufällen verdanken. Hätte zum Beispiel etwa die Firma IBM
als sie noch marktbeherrschend war, ein anderes als das Microsoft-Betriebssystem MS-DOS zum internationalen Standard erklärt, so wäre Bill Gates heute noch ein mittelmäßig bezahlter EDV-Berater. Ja, auf jeden Fall, also die meisten Reichen haben geerbt oder haben ihren Reichtum glücklichen Zufällen zu verdanken. Also es stimmt eben nicht, reich gleich fleißig und arm gleich faul oder ja, oder sind dann ihrem Leid selber schuld. Also wie gesagt, Marco, liest du das Buch, aber das ist ja nicht das einzige Buch. Da gibt es auch dann zum Beispiel das von Nassim Taleb, Narren des Zufalls. Da beschreibt er das über die ganzen Börsendeppen, die also mehr Glück wie Verstand da einfach ja, zu fett zur Kohle kommen sind. Also auf jeden Fall, dieses Aussage, also wie gesagt, ohne Fleiß kein Preis, das würde ja dann bedeuten, dass alle, die wo fleißig sind, zu Geld kommen und die, wo arm sind, sind ja alle faul. Also das stimmt überhaupt nicht. Ja. Dafür gibt es keine Belege. Also zumindest ist es auf jeden Fall veraltet. Veraltetes Denken, ja, Marco sagt, er ist so erzogen worden und das war seine Zeit, das war die Zeit der Aufbaujahre, ja, nach dem Krieg ist ja Deutschland und Österreich zerstört worden und es ist ja so, dass da eben der Fleiß vielleicht auch angebracht war, ja, man musste ja das ganze Land wieder aufbauen, ja, aber wir haben jetzt eine ganz andere Situation, lieber Marco, es ist ja die Situation, dass die Roboter immer mehr Arbeit übernehmen, ja. Man geht davon aus, dass 61% der Arbeitsplätze in der Produktion die nächsten Jahre, die nächsten paar Jahre wegfallen und durch humanoide Roboter ersetzt werden. Also der humanoide Roboter, kann man ja noch zum Beispiel nachgucken, der Roboter Atlas, der steht ja kurz vor der Serienfertigung und dann ist natürlich vorbei, ja, mit menschlichen Arbeiter. Dann war es das, ja. Wie gesagt, deswegen bitte ich dich nur mal, Marco, geh da bitte nochmal drauf ein. Ja, da spricht es auch ziemlich das Ego in dir und eben nicht die Spiritualität. So, haben wir noch was vergessen? Du kannst nicht, also Marco, du kannst einfach nicht, was du erlebt hast oder wie du erzogen worden bist von deiner Kindheit, nicht auf andere schließen. Ja. Zum Marco möchte ich noch was dazu sagen. Also der Marco Hümer, der ist ja, der kommt ja aus Jugoslawien, aus Bosnien, glaube ich. Und der hat ja viel mit Rassismus zum Kämpfen gehabt, ja, weil er war ja Ausländer. Und das ist also bei ihm, so schätze ich auch seine Psyche, so das hat sich ziemlich verwurzelt. Er muss fleißig sein, er muss immer arbeiten, damit er nicht als Ausländer schlecht dasteht, damit er von den Deutschen akzeptiert wird. Das, ja, kann ich verstehen, dass das so in ihn so sich so reingefressen hat, aber das ist ja irgendwo auch ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein, muss man sagen. Weil, warum kann ich ja nicht mal sagen, ich habe jetzt einmal keinen Bock und ich bin jetzt einmal faul, ja. Aber das ist schon bei ihm einfach verwurzelt. Er, der Ausländer, muss immer fleißig sein, weil klar, der Neuankömmling wird ja immer strenger beäugt, ja. Und daher pfeift nämlich der Wind. Und deswegen denkt er, der Marco, nämlich so, damit man das ein bisschen versteht, ja. So. Okay, jetzt muss ich bloß noch mal gucken, was wollte ihm Marco noch sagen, dass ich es noch vergesse, ja. Wir sind eben, ja Marco, ich finde aber nicht, dass wir nur zum Arbeiten auf der Welt sind, sondern wir sind in erster Linie da, um unser Bewusstsein zu erweitern, ja. Weil wir können nichts von dem, was wir durch materielle Arbeit jetzt erwirtschaften, mitnehmen. Wir können kein Geld oder so mitnehmen, ja. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist das, was wir an unserem Geist gearbeitet haben, also unser erhöhtes Bewusstsein. Das können wir mitnehmen, ja. Das hat dann wieder Auswirkungen, also karmatische Auswirkungen auf das nächste Leben. Alles Materialistische bleibt ja hier. Und das weiß ja Marco. Also, das sollte, oder zumindest solltest du das ja wissen. Ja. Auf jeden Fall, es gibt ja, ich habe es ja schon mal gesagt, diese ganzen Berufskarrieren und so weiter, das Erwirtschaften von Geld, ich sehe das ja so als Nebenquest, weil wir haben ja quasi das Vehikel, das ist ja unser Körper, ja, den wir brauchen, den wir ernähren müssen, und dazu brauchen wir ja Geld, ja, natürlich. Okay, aber es ist nicht wirklich wichtig für das nächste Leben, sag ich, weil ich kann das ja nicht mitnehmen, ja. Somit ist vielleicht so ein Beruf zum Arbeiten oder so, so sehe ich das als Nebenquest, wie im Rollenspiel. Es gibt einen Hauptquest und einen Nebenquest. Der Hauptquest ist die Erweiterung des Bewusstseins. Die Nebenquest ist einfach irgendwie Geld erwirtschaften oder so. Oder irgendwas machen, das man halt seinen Körper erhält.
Aber es ist nicht wichtig, um das Spiel einfach zum Gewinner. So sehe ich das, ja. Also, und ja, dann habe ich noch geschrieben, ja gut, wie gesagt, ja, also Marco, wie gesagt, also wenn es dir hart gegangen ist damals, das glaube ich ja, ja. Aber du kannst das, die alte Zeit nicht auf das heutige übertragen. Und wenn du sagst zum Beispiel, ohne Fleiß kein Preis, dann ist das ein Widerspruch. Wenn du sagst, deine Mutter hat ja damals, wo du noch klein warst, 3 Jobs gemacht, ja, und ihr habt trotzdem kein Geld und nichts zum Fressen gehabt. Wie kommt das zusammen? Dann war ja trotz Fleiß kein Preis. Also das ist ja ein Widerspruch. Ich sehe da viele Widersprüche. Und da bin ich auch mit Methode auch einer Meinung. Das war jetzt übrigens auch von Methode. Das war jetzt gar nicht von mir. Ja, das ist Methode eingefallen. YouTuber. Der hat ja bei mir angerufen. Ja, auf jeden Fall. Ich sag dir mal eins, Marco. Es gibt, natürlich kann man Sachen machen. Es ist ja so, nicht, dass ich nichts tue. Ich mache halt zum Beispiel, schreibe Bücher. Ich habe ja auch Videos gemacht, also dass ich nichts tue. Ich mache halt nur nicht, ich gehe halt nur nicht mehr in der Firma rein. Dafür habe ich gute Gründe, dafür habe ich schon Videos gemacht. Da gibt es sehr viele gute Gründe. Ja. Wie gesagt, Ausbeutung, Konkurrenzkampf und dass immer ein Chef über euch steht, das akzeptiere ich einfach nicht. Ich lasse mich nicht unterordnen. Ja. Wir haben für Demokratie und Freiheit, was ist das eigentlich? Das sind leere Worte, wenn man dann sieht, wenn man in der Firma ist und der Chef ist der absolute Herrscher, was soll das? Für mich kennen alle Firmen, ich weiß gar nicht, total Aber gegen Firmen. Also zumindest dort im Angestelltenverhältnis zum Arbeiter. Warum ist eigentlich nicht jeder Mensch seine eigene Firma? Ja? Oder warum lässt man nicht die Roboter arbeiten für uns? Ja, das sollte man doch schon längst umsetzen. Wenn es nach mir ging, könnte man alle Firmen, ich würde es am liebsten alle abschaffen. Was hat die Industrialisierung denn gebracht? Ja? Was hat sie denn gebracht? Die Ausbeutung der Natur, die Ausbeutung der Umwelt, die Ausbeutung der Tiere, auch Massentierhaltung gibt es erst seit der Industrialisierung. Davor gab es ja gar nicht. War ja alles Freilandhaltung. Ja? Und deswegen, ich habe irgendwie, wenn ich arbeiten würde, dann einfach frei, als freier Mensch irgendwo so. Also als Selbstversorger oder so. Habe ich jetzt momentan nicht die Möglichkeiten. Aber das wäre was, wo ich sage, okay, das wäre jetzt zum Beispiel Arbeit, wo es mir Spaß macht. Aber ich gehe in keine Firma mehr rein. Ja? Das ist mir einfach, wie gesagt, da habe ich einfach zu viele Gründe, was da dagegen gesprochen hat. Das, zumal ich das vielleicht auch gesundheitlich gar nicht mehr packe, psychisch gar nicht mehr packe, ja, ist es einfach Sauerei. Ich möchte auch gar niemandem den Job wegnehmen, ja. Ich lasse den Leuten den Job, weil, hey, geh arbeiten, werde ich gemobbt, weil ich dem anderen den Job wegnehme, ja. Geh nicht arbeiten, bin ich die faule Sau. Da spiele ich nicht mit, ja. Also, wie gesagt, dann verzichte ich auch lieber und lebe mit weniger Geld. Zufriedenheit wäre doch auch mal eine Sache. Diese ganze Gesellschaft ist so im Erfolgswahn. Aber ich mache jetzt vielleicht auch mal ein Kritikvideo an diese ganzen Erfolgscoaches. Ja, die gehen mir nämlich auch nicht mehr so langsam auf den Sack. Da kann ich nämlich auch nicht mehr alles mit zustimmen. Ja, jeder Rollstuhlfahrer soll einen Stabhochsprung packen, ja. Also das ist doch hier. Erfolg, immer nur Erfolg. Und wenn du keinen Erfolg hast, dann bist du nichts. Ja, was soll. Den Erfolgsmensch gibt es nicht, das ist eine Illusion. Jeder, der auch Erfolg hat, der hat auch Misserfolge. Und diese ganzen Erfolgsmenschen, dann wollen sie immer mehr. Dann geben sie einen Haufen Geld aus für weitere Erfolgsseminare, damit sie wieder den nächsten Erfolgskick haben. Aber das ist bloß ein kurzfristiger Kick. Dann wollen sie wieder mehr, dann wollen sie noch mehr, dann wollen sie noch mehr die Firma vergrößern, noch mehr die Welt ausbeuten, ja, noch mehr Kohle, ja. Dass man sich den 100. Urlaub noch, was weiß ich, leisten kann, Thailand oder sonst wohin, ja. Für was? Damit die Umwelt noch mehr kaputt geht. Da fliegt man viel in Urlaub. Aber was ist mit dem Klima? Scheißegal. Klima geht zugrunde. Das ist ja das. Der Mensch will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist verrückt. Es ist irre. Ja. Es ist ein Erfolgswahn, ist das einfach. Ja. Hört auf mit diesem Erfolgswahn. Und hört auf mit diesem, ich brauche immer mehr und ich brauche dies und ich brauche das und ich brauche das. Ist gar nichts. Das Einzige, was man braucht, ist Zufriedenheit. Das ist, was man braucht. Man braucht gar nichts. Ja. Scheiß drauf. Dieser ganze Konsumwahn, der macht uns alle kaputt. Der macht uns alle unzufrieden. Der macht uns alle unglücklich. Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Und da spiele ich einfach nicht mehr mit. Ja. Und die ganzen Leute, die wo nicht mehr arbeiten, die verbrauchen viel weniger, weil sie ja weniger Geld haben. Und die, sag ich, belasten die Umwelt weniger als die Leute, die wo immer noch mehr arbeiten, immer noch mehr Geld scheffeln wollen.
immer noch mehr und daran mitarbeiten, dass die Welt und die Tiere und alles immer noch weiter ausgebeutet wird und andere Menschen, ja. Es ist ein Wahn und nichts anderes ist das nämlich, ja. Und deswegen, und da spiele ich nicht mehr mit, deswegen gehe ich nicht mehr arbeiten, kostet es, was es wolle. Ich werde immer einen Weg finden und wenn es sein muss, gehen die Obdachlosigkeit, aber ich gehe nicht mehr arbeiten. Nicht mehr unfrei, das auf jeden Fall nicht mehr. Dafür bin ich bereit zu sterben, ohne Scheiß. Sofort bereit zu sterben. Bevor ich nochmal hingehe, soll mir der Blitz treffen. Da will ich lieber tödliche Krankheit, bevor ich nochmal in eine unfreie Arbeit gehe. Ohne Scheiß. Da bete ich für tödliche Krankheit, dass ich das damit muss. Ohne Witz. Also. Und Marco, auch was jetzt bei, ja gut, was ich noch aufgeschrieben habe, du, so wie du dich da darstellst, bist du ein bisschen arg übertrieben. Du stellst dich ein bisschen dar wie Superman. Ja. Ich habe so und so viele Shops gemacht, ich habe alles getan und dass ich gleich wieder gearbeitet habe und so weiter. Also ich muss schon fast so sagen, entweder übertreibst du oder du bist Superman oder hast du irgendwie super Gene oder so. Da muss ich echt sagen, ich kann das schon gar nicht mehr mithalten. Mit so einem genetischen Supermensch, da wage ich es mich gar nicht mehr zu gleichen. Also ich finde das schon ein bisschen ja auch abgehoben, Marco. Vorsicht, Hochmut kommt vor dem Fall, ja. Das Hochmut kommt vor dem Fall. Es gibt ja einen Punkt, wo ich dir sage, wo ich dir recht gebe, und zwar mit den Jammerern gebe ich dir sogar recht, Marco. Was ich auch nicht leiden kann, sind zum Beispiel Leute, die immer bloß jammern, aber nichts gegen ihr Leid tun. Da stimme ich dir sogar zu. Ja? Ich nenne das auch Energievampire. Du hast ja bestimmt wahrscheinlich auf Energievampire angespielt. Ich habe ja vor kurzem eine Freundschaft auch beendet von jemandem, der immer wieder, wenn ich gekommen bin, ja, das ist scheiße und da läuft scheiße und dann immer mit, vor allem mit den Weibern hat er Probleme, ja, dass die Weiber halt sogar so blöd sind und keiner will was von ihm und so weiter, er hat aber selber Ansprüche, ja, und beklagt es dann, dass die Weiber hohe Ansprüche haben und das funktioniert halt nicht, ja. Ich meine, sagen wir mal so, ich bin jetzt auch Single, ja, natürlich, ich hätte vielleicht auch gerne eine Partnerin, aber ich lege mich da nicht so fest oder ich sag mal so, ich sag halt okay, ich bin halt zufrieden, weil ich habe auch so ein bisschen so ein paar Ansprüche oder Vorstellungen, ja, aber wenn sie diesen erfüllen lässt, ja, dann mein Gott, dann sag ich halt okay, dann halt nicht, dann bin ich halt jetzt mal allein, ist halt so, ja. Und der ist mir wirklich so lange auf den Sack gegangen mit seiner Negativität, dass ich die Freundschaft beenden musste, ja. Also so Energievampire, vielleicht kennt ihr auch so Energievampire. Das sind Leute, die jammern euch die Ohren voll, rufen an, was alles scheiße ist bei ihnen und singen und heulen rum, ja. Gibst du denen Ratschläge, setzen sie sie nicht um, ja. Aber wenn du mal zum Beispiel Probleme hast oder so, da haben sie dann kein Verständnis, ja. Also Marco, wenn du natürlich die Leute meinst, ja, dann, da sind wir dann, okay, sind wir eins, ja. Aber das bin ja nicht ich. Also meine Frage war ja nicht, ich wollte ja nicht jammern. Wie gesagt, ich wollte ja nur gucken, ob du eine soziale Ader hast. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt da alles Gedanken da zusammengeführt. Ich habe das ja alles aufgeschrieben, ja, weil das ist ja so viel, was mir da jetzt eingefallen ist. Ja. Also Marco, bitte klär das. Du hast ja dann nochmal zurückgerudert. Das war ja nochmal ganz okay. Also wie gesagt, der Marco ist echt okay. Ansonsten, aber da hat er halt die falsche Meinung, ja, das ist halt voll daneben jetzt gewesen und das möchte ich halt ein bisschen, da verlange ich halt die Aufklärung und ansonsten würde ich auf jeden Fall trotzdem sagen, guckt euch die Videos von Marco Hümer an, es wird euer Bewusstsein erweitern und ja, damit du jetzt nicht denkst, dass ich nur jetzt an dir rumkritisiere, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Videos, ja, und ja, also natürlich auch Frequenzen natürlich und was du halt tust für die Bewusstseinserweiterung der Welt, da möchte ich dir also trotzdem, dass wir jetzt da sagen wir, so unterschiedlicher Meinung sind, trotzdem ganz herzlich danken und ich werde trotzdem deine Videos und so weiter absolut weiterempfehlen. Also da spricht ja auch gar nichts dagegen. Ja, also das ist ja voll okay, da sind wir ja zusammen und ja, auf jeden Fall guckt euch die Videos von Marco Hümer an. Und ich wollte noch was sagen, ja, gut, da mache ich aber vielleicht ein anderes extra Video. Es geht dann nochmal über Karma und das Leben nach dem Tod. Da möchte ich dann nochmal ein Video machen. Ihr wisst ja, ich lese ja gerade das Buch, ich mache jetzt gerade nochmal ein bisschen
Werbung für Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Übrigens ist Gott für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Erklärt es ein bisschen anders. Also der Gott von Neil Donald Walsh, ja, der wahre Gott, für mich ist es der wahre Gott. Lest euch das, die Bücher, die Bandreihe von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, das wird euer Bewusstsein um zig Jahre erweitern. Ja. Es ist der Hammer, es ist absolut der Hammer. Ihr wollt das Buch lesen und sagen, wow. Ich habe erstmal den Kopf hingelangt und habe gedacht, wow, das musst du erstmal verarbeiten. Und habe gedacht, wow, ja, so ist es, so ist die Welt, ja. Auf jeden Fall, besorgt euch Gespräche mit Gott. Die drei Teile sind es ja, drei Bänder. Und ihr werdet euer Bewusstsein extrem erweitern. Ihr werdet die Welt mit anderen Augen sehen, auf das garantiere ich euch. Ja, es ist so auf der Welt, dass wir Menschen haben die Technologie sehr weit entwickelt. Ja. Wir schicken Raketen zum Mars und fliegen schon im Weltraum. Wir haben das Internet, wir sind schon miteinander vernetzt. Wir haben Telekommunikationsmittel wie Handy und so. Aber unser Bewusstsein ist doch sehr niedrig, wenn man mal überlegt, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir mit Mitmenschen umgehen, dass Menschen ausbeutet werden, dass Kinder verhungern, ja, dass es Kriege gibt. Das zeigt eigentlich, dass unser Bewusstsein doch sehr weit nieder ist. Und auch das, dass wir zum Beispiel nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Wie kann denn das eigentlich sein, dass wir auf der einen Seite so intelligent sind, was Technologie anbelangt, aber wir wissen verdammt nochmal nicht, was nach dem Tod kommt. Wir wissen nicht, wo wir herkommen, wo es hingeht. Obwohl das alle andere Fragen klären, denn es gäbe keine Religionskonflikte mehr. Ja, wir würden ganz anders miteinander umgehen. Ich sage euch auch, Tierquälerei oder so, Massentierhaltung wird sofort abgeschafft, wenn wir dann wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Was passiert nach dem Tod? Warum wird nicht das Geld für Militär oder für Raumfahrtforschung in die Nahtodforschung reingesteckt? Die Nahtodforschung wäre doch das Allerwichtigste. Ich möchte wissen, was nach dem Tod kommt. Wer weiß denn schon, was nach dem Tod kommt? Ja, es gibt einen Glaube. Ja, also sagen wir, 50% wissen ja gar nichts, was nach dem Tod passiert. Ein paar sind gläubig, die sagen, okay, so Himmel und Hölle, ja, nach dem, was ihre Kirche ihnen erzählt. Aber das ist ja auch nur Glaube, es ist ja nicht Wissen. Ja, warum wissen wir verdammt nochmal nicht, was nach dem Tod kommt? Verdammte Scheiße. Sorry. Das wäre doch mal wichtig und das interessiert mich. Und darüber möchte ich mit euch sprechen und darüber möchte ich Videos machen. Ja. Marco Hümer hat ja schon Videos gemacht, wo das auch so ziemlich erklärt hat und wo auch wirklich mir die Augen aufgegangen sind. Und deswegen möchte ich auch nochmal Marco Hümer danken. Ja. Er hat ja dann zusammen mit der Sibyl Harreit das Video gemacht, was passiert nach dem Tod. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet und das war dann wirklich was, wo ich sage, ja, das kann ich glauben, das ist nachvollziehbar. Ja. Deckt sich auch mit dem Buddhismus, mit dem Karma und schaut euch das Video an und macht euch selber ein Bild. Okay, das war's mal soweit. Also wie gesagt, Marco, trotzdem shake hands, auch wie gesagt, auch wenn wir jetzt an dem Punkt also einfach unterschiedlicher Meinung sind, aber ich hoffe, du machst jetzt da nochmal ein Video und klärst uns da mal noch ein bisschen auf, wie du das genau meinst und was du unter Arbeit verstehst. Das würde mich sehr freuen. Also, Licht und Liebe euch alle und macht es gut.